Seit frühester Zeit, seit sich die Menschen auf die Ozeane wagten zu den eisigen Brechern des Nordens oder den warmen Wassern des Goldenen Golfes, sind immer wieder wundersame Geschichten von den Piraten der sieben Meere überliefert worden. Barbarossa, der mit größter Verwegenheit durch das 17. Jahrhundert segelte, war einer von ihnen. Heute noch lebt er weiter in Hunderten von Legenden. Dies ist eine davon. Sie beginnt in Marokko. Im Palast des Sultans. Hubert, soeben haben wir Kunde von einem spanischen Handelsschiff bekommen. Bedingt durch die Flaute dümpelt es hilflos vor der Küste von Tanga. Unsere Männer sind bereit zuzuschauen. Und warum tun sie es dann nicht? Sie warten auf Barbarossa, er soll sie anführen. Dann sollen sie warten. Es kommen noch andere Schiffe. Nun, was für eine undankbare Fracht. Soeben eingetroffen, das Mädchen, mit dem ihr euch vermählen solltet. Das Geschenk seiner Hoheit, des Sultans von Annan. Wie bezaubernd und wie verständlich. Aber diesmal hat Barbarossa Pech gehabt. Barbarossa? Ist das sein Name? Das war sein Name. Suche diesen rotbärtigen Kapitän meiner Flotte und übergib ihn sofort dem Henker. Hundesohn. Du hast mein Schiff absichtlich in diese windstillen und tückischen Gewässer gesteuert. Ich habe genauso wenig Macht über die Winde und Gezeiten, wie über mein eigenes Leben hinter diesem Steuerrad. Stopf sein unverschämtes Maul! Wenn doch nur endlich die Flaute vorbei wäre. Von allen teuflischen Gewässern müssen wir ausgerechnet in diesem liegen bleiben, ohne jeden Wind. Wenigstens können uns die Piraten von Tanga in dieser Flaute nicht angreifen. Ich nehme lieber meine Chancen mit vollen Segeln wahr. Sperren in den Laderaum zum übrigen Abschaum. Eine Bewegung und er ist tot. Schneide ihn los. Welches Ziel habt ihr? Die Karibik. Die spanische Insel Tortuga. Eure Ladung? Gefangene aus Spanien. Sie soll für Gold als Sklaven verkauft werden. Gut. Ich kann beides gebrauchen. Kennst du den Kurs in die Karibik? Ich bin ihn zweimal gesegelt. Das erste Mal als Pirat und dann als Sklave hinter diesem Rad. Würdest du nochmal hinsegeln als freier Mann? Es wäre mir ein großes Vergnügen. Los, lass die Gefangenen frei. Bring sie an Deck. Ja. Lass sie frei. Was soll denn noch? Das sind alle, Captain. Ich bin der neue Kapitän dieses Schiffes. Mein Name ist Barbarossa. 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 Die Welt, meine unglücklichen Freunde, ist eine Aussa. Öffnet sie und euch wird Glück beschieden, Reichtum, Freiheit. Aller Glanz in einer kleinen Perle. Sie gehört euch. Ja. Doch um diese Perle herauszuschneiden, werdet ihr tapfere Herzen, starke Arme und scharfe Messer brauchen. Das ist Piraterie. Dieser Verbrecher wird von allen Flotten der sieben Meere gesucht. Wenn ihr auf diesen Mörder hört, werdet ihr alle auf der Folterbank enden.
Männer! Ich habe die Folterbank kennengelernt. Ich will mein Glück versuchen mit Barbarossa. Ihr könnt wählen. Dort sind eure Waffen. Sklaverei oder Freiheit? Entscheidet euch. Freiheit! Kapitän, ihr seid mit der Piraterie genauso zufrieden wie mit eurem letzten Posten. Das Leben besteht aus einer Reihe von Posten, die man von Zeit zu Zeit wechseln muss. Aber der Harem des Sultans. Sein Geschmack ist der erlesenste der Welt. Doch ich kenne kaum einen geizigeren Menschen. Aber es war schließlich die Lieblingsfrau des Sultans. Oh nein, mein Freund, das verstehst du nicht richtig. Es war eine Neuerwerbung für ihn. Eine hübsche junge Blume, mit der er sich vermählen sollte. Sie versauerte schon seit 4 langen Tagen in seinem Harem. Meine Neugierde war nur wesentlich größer als die des Sultans. Aber jetzt freue ich mich richtig wieder auf die Karibik. Ach, ihr seid schon mal dort gewesen? Ich wurde dort geboren. Dann seid ihr Spanier. Meine Mutter war Französin. Mein Vater war ein spanischer Freibeuter. Er unterbrach ihre Reise nach Santo Domingo, dessen Gouverneur sie heiraten wollte. Sie wurde geboren als Gräfin. Und starb als Sklavin. Und ihr, Barbarossa? Ich musste auf einer Galeere rudern lernen. Glücklicherweise spülte mich ein Sturm an die Küste von Tanga und ich trat in den Dienst des Sultans von Marokko. Den Rest kenne ich schon. Man sollte also euretwegen die Küste von Tanga besser meiden. Los, vorwärts! Los! Renzo Pescara, der erste Mat. Er hatte sich versteckt während des ganzen Kampfes. Nicht eine Schramme hat er abgekriegt. Von der Anzahl der Gegner hängt also dein Mut ab. Stark scheinst du nur zu sein, wenn du wehrlose Männer auspeitschst. Ich gebrauche meinen Mut, wo er mir am meisten nutzt. Du hast die Visage eines Schurken und du redest wie einer. Was machen wir mit ihm? Das Salzwasser der See gibt seinem Mut vielleicht etwas Würze. Werft ihn über Bord! Wartet! Du sagst, du warst erster Mat dieses Schiffes? Ich war erster Mat dieses Schiffes. Und ich war Kapitän auf vielen anderen Schiffen seiner Majestät des Königs von Spanien. Bevor ich ruiniert wurde. Wieso wurdest du ruiniert? Ich konnte seiner Majestät für einige Beute keine Rechenschaft ablegen. Das konnte ich für so manche Beute auch nicht. Du bist eben gerade knapp dem Tod entronnen. Aber Captain, wir brauchen erfahrene Seeleute. Ihr werdet es nie bereuen. Reue sollte man am besten begraben. Aber erst machen wir ein Geschäft mit dem französischen Gouverneur von Santo Domingo. Santo Domingo? Ich dachte, wir segeln nach Tortuga. Diese ganze Sklavengaleere sollte dorthin. Wir werden die Sklaven liefern. Sie sollen nicht enttäuscht werden. Aber erst besuchen wir die Franzosen. Ich glaube, das kann nicht schaden. Und auch die Franzosen können uns Freibeuter gut als Verbündete brauchen. Setz den Kurs. Santo Domingo, dann Tortuga. Aye, aye, Captain. Gute Nacht, meine Herren. Kapitän Delgado? Sind die Sklaven fertig zur Übergabe? Fertig, Captain. Locker genug? Ihr kennt die Anordnungen? Vorsicht. Ich bin Kapitän Romero. Ich heiße Sie willkommen in Tortuga. Kapitän Don Delgado von der Santa Margarita. Bitte übergeben Sie die Gefangenen zur Untersuchung. Aber vorher reden wir erst mal über Geld. Das Geld liegt für Sie bereit. Sie erhalten es nach der Untersuchung der Gefangenen. Und zwar 400 Goldstücke. Ganze 400 Goldstücke bieten Sie an für 60 Sklaven? Gesund und stark? Der vereinbarte Preis. Ich befolge nur die Anweisungen meines Gouverneurs. Dann werde ich wohl selbst mit dem Gouverneur reden müssen. Zeigen Sie Kapitän Delgado den Weg.
Vielleicht hilft's. Viel besser. Darf ich? Ja, natürlich. Senorita, des Sultans Harem ist soeben mein Gedächtnis entschwunden. Wer seid ihr? War Kapitän Don Delgado. Ihr müsst krank sein, Kapitän. Nein, nein, nur ein armer Teufel von Seemann, der 60 salzige Tage im Zölibat von einer Frau wie euch geträumt hat. Ihr seid tatsächlich krank, Kapitän. Nochmals nein. Also zunächst mal, ich bin hergekommen, weil ich diesen bedauernswerten Geist, der über dieses Schlammloch mit seinen unrechtmäßigen Reichtümern herrscht, ablösen will. Ich schließe daraus, ihr meint den Gouverneur. Der Gouverneur kann warten. Aber ihr, wo kann ich euch nachher finden? Oh, es wird keine Schwierigkeit für euch sein, mich zu finden. Gut, du glückliches, bezauberndes Wesen. Seit meiner Ankunft seid ihr die erste Frau, die ich sah. Und auch die letzte. Wenn ihr euch einigermaßen vernünftig benehmt, bin ich sicher, dass es so sein wird. Du törichtes kleines Ding, ruft diese Trottel zurück, bevor du in Schwierigkeiten kommst. Oh, Schwierigkeiten? Ich habe eine Verabredung mit dem Gouverneur. Wie interessant, Kapitän. Er erwartet mich jetzt. Geleiten Sie diesen Mann zu seiner Verabredung. Das eigentlich als Verschönerung gedacht. Und wer ist dieser Mann? Dieser Mann kam zusammen mit ihm, Exzellenz. Exzellenz? In Abwesenheit meines Vaters führe ich die Regierungsgeschäfte in Tortuga. Wisst ihr, Kapitän, eure Positur und Handlungsweise, die Art, wie ihr redet, sind genauso eigenartig wie das Schiff, das ihr kommandiert. Nun? Welche Erklärung habt ihr für das Fehlen einer spanischen Mannschaft? Seine Majestät Generalgouverneur in Havanna verbirgt sich für meine Loyalität. Ich verlange meine Freilassung. Ihr verlangt? Kapitän! Ich schlage vor, wir fahren sofort nach Havanna. Das ist ein exzellenter Vorschlag. Ihr übernehmt das Kommando auf seinem Schiff und sorgt dafür, dass der gute Kapitän zu seiner Exzellenz, dem Generalgouverneur, zurückkehrt. Wir werden schon herausfinden, wer diese Männer wirklich sind. Unter diesen Umständen werde ich natürlich die Auslieferung der Sklaven verweigern. Ich höre wohl nicht richtig. Ihr habt keinerlei Recht, sie mir wegzunehmen. Kein Recht, Kapitän. Ich schlage vor... Ihr schlagt vor? Ich habe keine weiteren Vorschläge. Bringt die Sklaven sofort hierher und schafft sie mir aus den Augen, alle beide. Eure Sklaven werden ein erfreulicheres Bild abgeben als ihr, wenn ihr vor dem Generalgouverneur steht, Kapitän. Jetzt. Ich habe euch wegen der Sklaven gewarnt, erinnert ihr euch? Ihr seid sehr schlau, wirklich. Ist ein alter Trick. Die Griechen wandten die gleiche Strategie zur Eroberung Trojas an. Dort war es ein hölzernes Pferd, hier waren es Ketten. Und nun, nach Beendigung eures Vortrags, verlange ich meine Freilassung. Verlangen? Das erinnert mich an was. Habt ihr Kapitän Romero gefunden? Nein, Captain. Habt ihr überall gesucht? Es ist ihm gelungen zu entkommen. Er wird Havanna warnen. Euch wird sicher noch das Lachen vergehen, wenn Kapitän Salcedo kommt und nach euch sucht. Kapitän Salcedo? Wer ist dieser Salcedo? Der Enkel des Generalgouverneurs und Verlobte dieser Gräfin hier. Der Verlobte? Es ist allgemein bekannt, dass ihre Heirat in Spanien arrangiert wurde. Arrangiert? Bitte sag mir, was für eine Art von Mann das ist, dass er so viel Gefallen an einer einzigen Frau findet, um die Rolle des Verlobten zu spielen. Ein Mann, dessen außergewöhnliche Heldentaten in der Karibik für sich selbst sprechen. Ein bedeutender Mann. Wir werden wohl ein Lösegeld für die Rückkehr zu eurem glühenden Verehrer fordern. Sie ist bestimmt 100.000 Goldstücke wert. Die bezahlt er sicher gern.
Aber ihr lebt dann nicht mehr, um sie zu genießen. Wir werden ja sehen. Bringt inzwischen dieses kostbare Juwel an einen sicheren Ort. Lass mich los! Lass mich! Ich will runter! Lass mich runter! Wen haben wir denn da? Ich bin Sprecher der Gefangenen, die durch eure Ankunft befreit worden sind. Dann lässt du ihn wohl besser frei, Peckleg. Danke, Exzellenz. Mein Name ist Barbarossa. Barbarossa? Schon von mir gehört? Nein, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr existiert. Die Gefangenen haben einen sehr guten Sprecher gewählt. Und wie heißt du? Dazu, geboren in der Sklaverei. Ich bin ein guter Ruderer auf der Galeere. Daran zweifle ich nicht. Wie viele Männer hast du uns gebracht? Mehr als 80. Das bedeutet, mit mehr Männern die Beute zu teilen und auf sie aufzupassen. Und mehr Schiffe. Aber unsere Stärke beruht darauf, zuzuschlagen und dann schnell zu verschwinden. Unsere Stärke liegt vor allem darin, stark zu sein und standhaft. Er hat recht. Danke. Hört, Rotbart. Der Hafen von Santa Maria auf der anderen Seite der Insel ist immer voll mit einer Menge Schiffe. Und Spanier? Nicht allzu viele. Datu, du bist eine wertvolle Ergänzung meiner Mannschaft. Nimm einen Mann und kundschafte den Hafen von Santa Maria aus. Datu führt euch. Aber beeilt euch damit. Verzögerung können wir uns nicht leisten. Romero alarmiert sicher die ganze Garnison in Havanna. Ramon. Havanna, Residenz des Generalgouverneurs. Ja, da, Vater. Ich bitte um Vergebung, Exzellenz, aber ich muss erneut protestieren. Kapitän Salcedos Plan zur Befreiung Gräfin Alidas ist kompletter Unsinn. Kompletter Unsinn? Soll dieser Lump Barbarossa ungestraft davonkommen? Ich fürchte die durchaus verständliche Sorge eures Enkels um die Gräfin. Beeinträchtigt sein Urteilsvermögen als Soldat. Mein verehrter Guiti, wir wissen eure Verdienste als Soldat durchaus zu schätzen. Aber es ist ganz offensichtlich, dass euer Aufstieg aus den minderen Rängen euch nicht dazu befähigt, die Manieren eines Edelmannes zu erlernen. Meine Erziehung ist auf dem Schlachtfeld unter Beweis gestellt worden. An den Höfen seiner Majestät lernte ich einer Dame Sicherheit und Ehre höher einzuschätzen als eure leichten Eroberungen einiger weniger französischer Inseln. Ich bitte mir als Nichtadligen, meine Grobheit zu entschuldigen. Dieser Pirat wird zweifellos ein Lösegeld verlangen. Die Übergabe erfordert keineswegs den Einsatz seiner Majestät Flotte. Euer Exzellenz, nach meinen Erkenntnissen ist dieser Barbarossa ein Freibeuter im Dienste der Franzosen. Wenn ich mit der Gräfin zurückkehre, werde ich den Kopf des Piraten dem guten Kapitän als Geschenk überreichen. Dieser Pirat schätzt seinen Kopf ganz bestimmt höher ein als eure edle Herkunft. Genug! Genug! Hört auf mit diesem Gezänk! Mein Sohn, bitte! Kapitän Guiti, seine Exzellenz ist leidend. Ja, ich bin krank. Ich sterbe bald. Euer Exzellenz, wir haben eure Krankheit genug ausgenutzt. Bitte übergebt mir die Flotte und ich segle nach Tortuga. Ja, geh, nimm die Flotte. Und werdet ihr wohl aufhören, meine Autorität in Frage zu stellen? Ich habe noch nie die Autorität seiner Exzellenz in Frage gestellt, noch an seiner Liebe zu seinem Enkel gezweifelt. Des Königs Belange können warten. Es sind noch mehr Waffen in der Festung. Sieh zu, dass keine zurückgelassen werden. Es wird Tage dauern, alles zu laden, was ihr wollt. Salcedos Flotte wird bestimmt bald hier sein. Dieser unerfreuliche Gedanke beschleunigt doch bestimmt eure Anstrengungen. Hey, Barbarossa! Willkommen, Barbarossa! Oh, Captain. Das Schießpulver ist im Laderaum verstanden. Gut. Und ich muss sagen, es hat es dort viel bequemer, als wir es als Gefangene hatten. Und die Gräfin? Ich habe ihr die Kabine des ersten Mats gegeben. Ich gehe zu ihr und nehme ihren Dank entgegen. Herein? Tja, habt ihr es mit wem? Nein, ich warne euch nochmals. Jede Erniedrigung, die ich zu erleiden habe, wird tausendfach vergolten werden durch Kapitän Salcedo. Welcher Mann aus meiner Mannschaft hat euch Kummer bereitet? Nennt seinen Namen und er wird ausgepeitscht. Ihr? Was, ich? Ja, ihr! Seht euch dieses widerliche Loch an, in das ihr mich einsperrt. Es ist reinlich. Es ist nicht mal groß genug für eure Überheblichkeit. Ich kann euch nur tausendmal um Vergebung bitten. Ich bin wohl im Augenblick etwas verwirrt. Würde euch die Gästekabine unseres Schiffes zufriedenstellen? Sie wird wohl genügen, bis Kapitän Salcedo kommt, um euch den Aasgeiern zum Fraß vorzuwerfen. Nach euch bitte, Gräfin. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr nicht mehr ganz so blasiert sein werdet, wenn ihr mit eurem roten Bart an der Ra eines spanischen Schiffes baumelt. Hier lang, bitte, Gräfin. Das wagt ihr doch nicht. Oh, sie hat immerhin die Ausmaße, die ihr verlangt habt. Allerdings, als man eure Sklaven in diesem Quartier untergebracht hatte, waren es ein paar zu viel, um die Größe des Raumes genießen zu können. Bringt mich zurück in meine Kabine. Erst, wenn ihr andere Manieren lernt. Wenn ihr sagt, Barbarossa, bitte darf ich in meine Kabine zurück. Niemals werde ich das ihr sagen. Ihr werdet es sagen, mit gebeugten niemals. Und mit Gefühlen. Niemals, niemals! Dann müsst ihr euch an die Größe eures neuen Quartiers gewöhnen. Au! Autsch! Ihr stehlt wohl alles, nicht wahr?
Also merkt euch, auf euren Knien und mit Gefühl. Da ist so manches, was ich mir bestimmt merken werde. Barbarossa, Barbarossa, komm her! Seht, was wir in Santa Maria gefunden haben. Was denn? Wir haben in der Stadt nach dem größten und bedeutendsten Haus gesucht. Und mitten in dem größten Raum darin fanden wir ihn. Er aß gerade Bananen. Aber er wollte nicht reden. Nicht ein Wort. Darf ich einen Vorschlag machen? Natürlich, bitte sehr. Macht ein kleines Feuer unter der Ladung, am besten hier. Ich habe das Gefühl, das führt zu einer Karte von Santa Maria, wie von einem sprechenden Kompass. Hört sich an, als wäre es ein interessanter Vorschlag. Pablo, eine Fackel. Rede. Ich bin der Bürgermeister von Santa Maria. Ich bin vom Generalgouverneur in dieses Amt berufen worden. Hört sich an, als erreichten wir gleich den Amtssitz. Wir sind da! Ich verstehe immer noch nicht, wieso er dieses Verlies hier der Kabine des ersten Mats vorzieht. Eher vergehe ich hier und sterbe, als dass ich mich diesem aufgeblasenen Barbaren unterwerfe. Oh, mein Name ist Santa Maria. Er wird meine wunderschöne Stadt zerstören. Santa Maria? Hat er etwa den Plan, dort anzugreifen? Ja. Mit der schmerzhaftesten Methode, die ihr euch vorstellen könnt, hat er mir das Geheimnis der militärischen Schwachstelle unserer schönen Stadt entlockt. Oh, wenn ich doch nur frei sein könnte, um sie zu warnen. Oder wenn ich frei wäre. Ich müsste fliehen, um Kapitän Salcedo zu warnen. Ja. Nun, dieser rotbärtige Gesetzlose wünscht sich doch eine Romanze, oder? Barbarossa! Soll er etwa herkommen? Ja, das wird für mich ein Weg in die Freiheit. Barbarossa! Dieser blasierte Schuft. Barbarossa! Bitte, Barbarossa. Ich möchte zurück. Bitte. Woher dieser Sinneswandel so plötzlich? Seht ihr? Ich bitte euch, auf meinen Knien. Und mit Gefühl. Nun ja, abgemacht ist abgemacht. Ich war sehr albern und töricht, findet ihr nicht auch? Bestimmt war ich auch ein bisschen arrogant und anmaßend. Ich glaube, ich könnte an so einem energischen Mann Gefallen finden. Dafür werden sich noch viele Gelegenheiten bieten, nach der Eroberung von Santa Maria. Oh, ihr habt so grenzenloses Selbstvertrauen, Kapitän. Selbstvertrauen ist Voraussetzung für jeden Sieg. Was Santa Maria angeht, so sind wir eurem Freund, dem Bürgermeister, für einige spezielle Informationen sehr dankbar. Aber ich hoffe doch, ihr werdet bei der Siegesfeier mein Gast sein. Ich wüsste wirklich nichts, was ich lieber täte. Barbarossa. Na los, tanzt mit ihr! Es ist ein alter Seemannsbrauch, Gräfin. Meine Männer erwarten es von mir. Was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich kann wohl kaum erwarten, dass ihr alle Piratenbräuche aufgeben. An einem Tag. Thank you.
Barbarossa, seid ihr so verliebt in die Gräfin, dass ihr alles andere uninteressant findet? Verliebt? Die Gräfin ist bloß eine Gefangene von hohem Wert. Eine Gefangene von großer Schönheit. Tief im Dschungel habe ich sie gefunden. Gute Arbeit, Renzo. Ich hatte gehofft, ihr würdet an meiner Gesellschaft langsam Gefallen finden. Das werde ich erst, wenn ihr auf der Folterbank nach allen vier Windrichtungen gestreckt werdet. Eure Hände bluten, haben die Männer euch verletzt? Sie haben nur eure Befehle ausgeführt. Ihr hättet sterben können da draußen im Dschungel. Das hätte euch wenigstens um das Gold gebracht, das ihr für mich verlangt. Das Gold wäre ein unerheblicher Verlust. So unerheblich wie eure Existenz. So unerheblich wie alles, was ihr darstellt. Vielleicht könnt ihr mir mal erklären, was ich darstelle. Ihr seid ein Pirat. Ein Mann kann mehreres sein. Für den Sultan von Marokko bin ich ein Ausgestoßener. Ein Verbündeter für die Franzosen. Und für euch ein Pirat. Und für jene ein Retter. Barbarossa, der Junge war als Späher in Tortuga. Er bringt Nachricht von den Spaniern. Ihre Flotte ist eingetroffen. Soldat, berichte mir von ihrer Flotte. Ihr Bräutigam sucht seine Braut. Kapitän Salcedo, ich hatte euch gewarnt. Er wird bald hier sein. Wir verschwinden. Bereite alles vor zur Abfahrt. Aye, aye, Captain. Ich fürchte, wir werden euren Verlobten enttäuschen müssen. Es gibt keine Hochzeit. Also ihr lauft davon? Nur um unsere Beziehung zu verlängern. Ihr braucht mehr Zeit, um meine verborgenen Tugenden zu entdecken. Eure verborgenen Tugenden sind so durftig wie eure Entschuldigung für Feigheit. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht brauche ich wirklich eine Entschuldigung. Vielleicht hoffe ich, dass ihr mir eines Tages dafür danken werdet, euch vor der Fahrtheit Salcedos bewahrt zu haben. Wie könnt ihr es wagen? Wie lange werde ich wohl noch unter eurem Dünkel leiden? Wie lange ergötzt ihr euch noch an meiner Hilflosigkeit? Hilflosigkeit? Renzo! Ich werde meine Forderungen sofort eurem Bräutigam zukommen lassen. Renzo! Allerdings werde ich nicht 100.000 Goldstücke als Preis verlangen. Ihr seid es nicht wert. Sondern nur 50.000. Und ich bezweifle, dass selbst Salcedo glaubt, dass ihr so viel wert seid. Er würde das Zehnfache bezahlen. Wir werden ja sehen. Und mehr. Wir werden ja sehen. 50.000 Goldstücke? Ja, Euer Exzellenz, 50.000. Und persönlich ausgehändigt vom Kapitän, allein. Diese Forderung ist völlig absurd. Sie ist jedoch weniger absurd als eure erfolglosen Fahrten nach Tortuga und Santa Maria. Oder ist es euer Wunsch, dass man die ganze spanische Flotte zur Verwirklichung eurer Heiratspläne einsetzt? Das reicht. Zügelt eure Zunge. José! Ihr wollt mir eine Lektion im Benehmen erteilen? Genug! Genug, alle beide. Ich möchte den Rat geben, das Lösegeld zu bezahlen und dafür plädieren, den Krieg gegen Frankreich fortzusetzen. Euer Exzellenz, Barbarossa hat schon zwei unserer Schiffe gekapert, als französischer Freibeuter. Indem wir ihn vernichten, führen wir Krieg gegen Frankreich. Das ist richtig. Das ist wahr. Dieser Barbarossa, was für ein Mann ist er? Tja, wie soll ich sagen, er ist... Es würde Stunden dauern, ihm gerecht zu werden. Ist er missgestaltet? Nein, nein, er ist eine prächtige Erscheinung. Bei seinem Anblick fallen alle Frauen in Ohnmacht. Die Gräfin, wo ist sie? Die Folter wird mir die Informationen liefern, die ich brauche. Mein Herr hat so ziemlich denselben Plan mit der Gräfin. Falls ich nicht zurückkommen sollte. Und zwar unversehrt. Ich fürchte, Euer Exzellenz, die Gefühlsausbrüche eures Enkels trüben seine Intelligenz. Ich möchte euch raten, Barbarossas Forderungen zu akzeptieren. Ihr würdet doch zu allem raten, was mich herabwürdigt und euch Glanz verleiht, indem ich bezahle, statt zu kämpfen. Barbarossas Forderung, allein zu kommen, ist doch bestimmt eine Falle. Oh, nein, 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 Signora. Mein Herr ist, was Herzensdinge angeht, sehr sensibel veranlagt. Er hält es für angebracht, dass der Kapitän selbst sie einführt. Allerdings, wenn er sich fürchtet... Wäre es möglich, dass Barbarossa mich an eurer Stelle akzeptiert? Es tut mir sehr leid, ich muss euch enttäuschen. Mit Verlaub, Euer Exzellenz. Euer Exzellenz. Kapitän, folgt ihm. Wie weit denn noch? Nur noch ein kurzes Stück. Die Gräfin spricht ständig von euch, Kapitän Salcedo. Und immer in den höchsten Tönen. Die Ehe wird bestimmt gut. Ich muss gestehen, mein Meister war mehr als angetan von der Gräfin. Aber es gelang ihm nicht, euch aus ihrem Sinn zu vertreiben. Euer Werben war wohl mehr als glühend. Mein Werben und die Gräfin gehen dich in keiner Weise was an. Sehr richtig, Kapitän, sehr richtig. Nur das Gold. Ich hoffe, es wurde sorgfältig gezählt. Ja. Was ist? Sie sind doch allein. Nur ungefähr 2 Kilometer von hier. Wir werden langsamer vorgehen. Wir sind jetzt da. Thank you.
Was jetzt? Sie werden bald hier sein, Kapitän. Alida! Geht es dir gut? Ja, natürlich. Wo sind die anderen? Der Rest dieser Mörderbande? Ich habe die Ehre, für diese Mörderbande als Gesandter zu fungieren, Kapitän. Er ist allein? Ich hoffe, mein Alleinsein trübt nicht euer Urteilsvermögen, Kapitän. Lasst uns unsere friedliche Tauschaktion abschließen. Ja, Kapitän. Das Gold. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und manchmal wird Barbarossa ziemlich ungemütlich, sehr sogar. Dann lauft zurück zu eurem Hundesohn und sagt ihm, es gibt kein Gold. Ach so, also es gibt kein Gold. Ich glaube, Barbarossa hat, wenn ich mich recht erinnere, sowas gesagt, dass euch die Gräfin nicht einmal 50.000 wert sein würde. Gib ihm das Gold, Rosé. Gib diesem Barbaren sein Gold. Ich denke, wenn ihr Barbarossa auch nur ein Stück von diesem Gold gebt, wird er denken, er hat euch bei diesem Geschäft übers Ohr gehauen. Bezahle alles, Rosé. Bezahle alles, bitte. Sag Barbarossa, dass Kapitän Salcedo keine Geschäfte mit Piraten macht. Bitte gib's ihm. Und sag dieser erbärmlichen Kreatur, dass ich ihn, falls er mir je über den Weg läuft, wie einen Wurm zertreten werde. Warum sagt ihr es ihm nicht selbst, Kapitän? Ich bin Barbarossa. Ich hoffe, ihr habt seine Fechtkunst ebenso falsch beurteilt wie seine Zahlungsmoral. Probier Bein. Leg die Arme um den Baum nach hinten. Fessle ihn. Gräfin, euren Schal. Dafür werdet ihr bezahlen. Aber ich bin immer bereit zu bezahlen. Die Chance, vertan zu haben, mich zu töten, wird euch noch leid tun. Ich bewundere seine Art, immer zuerst an euch zu denken, Gräfin. Alida weiß, ich würde für sie sterben. Oh nein, ihr würdet für sie töten, aber nicht für sie sterben. Die Liebe zu euch ist nicht annähernd so groß wie die Liebe zu seinem Gold. Nun habt ihr beides verloren. Es sei denn, ihr kommt und erobert es zurück. Schnell! Und nun, mein hochgeborener Kapitän, bin ich neugierig auf den Kopf des Piraten, den ihr mir versprochen habt. Und ihr habt eure Ankunft so eingerichtet, dass ihr ihm nicht mehr begegnet. Kapitän, seht! Hier. Windward Bay. Offensichtlich sorgt sich eure Verlobte nicht länger um euer Wohlergehen. Wie meint ihr das? Nun, sie lädt euch doch zu einem zweiten Treffen mit Barbarossa ein. Und eurem ersten, mein Kapitän Prahlhans. Nächstes Mal werde ich eure Ankunft so einrichten, dass ihr ihm begegnet. Barbarossa, herzlich willkommen. Peglek, willkommen. Kopf hoch, Gräfin. Sicher werdet ihr in der Windward Bay mehr Geborgenheit als bei eurem Verlobten finden. Warum habt ihr nicht zugelassen, dass ich bei ihm bleibe? Ich finde, ich sollte euch einen Mann überlassen, der euren Charme mehr zu schätzen weiß als sein Gold. Ich stelle fest, auch ihr verschmäht nicht das Gold. Hallo. Barbarossa, wie war die Reise? Schön, dass ihr wieder da seid. Euer neues Heim. Oh, ein Fehlschlag. Fehlschlag? Ihr habt sie zurückgebracht. Allerdings auch das Gold. Barbarossa!
Barbarossa! Datu! Gut gemacht, Barbarossa. Aber ich hab's noch besser gemacht. Oh, hast du vielleicht bei deinen Streifzügen einen Schatz entdeckt? Nicht so einen seltenen Schatz wie diesen, aber zwei fette spanische Galeonen. Wunderbar, wo? Etwa 100 Meilen von hier. Außerdem einen Haufen Galeerensklaven, die uns bei der Eroberung helfen würden. Sie werden zu unserer Flotte gehören. Heck, leck, Schiffe klar machen. Ja, Captain. Bis jetzt haben wir Glück gehabt. Warum zwei Schiffe angreifen? Warum warten wir nicht, bis wir im Vorteil sind? Sieh nach unseren Schiffen. Diesmal genieße ich das Zusammentreffen mit den Spaniern. Nein, diesmal wirst du hier bleiben in Windward Bay. Aber Rotbart... Nein, beim Bau von Vorratshäusern für unseren wachsenden Reichtum brauchen die Frauen Hilfe. Weiber. Es wird mir Freude bereiten, hier zu sein, ohne euch zu sehen. Und mir wird es große Freude bereiten, euch stets zu sehen. Also fahrt ihr mit mir. Wie überreife Pflaumen. Klar bei Anker. Aye, aye, Captain. Klar bei Anker. Nicht glauben, dass die Gräfin nicht hier ist. Sie töteten grundlos Frauen und die Babys. Sie hielten mich für tot. Tu alles für ihn, was nur möglich ist. Das erhöht den Preis für eure Freiheit. Von jetzt an werden die Spanier nicht mehr nach mir suchen müssen. Ich werde sie suchen. Überfall. Er greift unsere kleinen Garnisonen an und verschwindet wie ein Geist. Ich als Nachfolger eures Großvaters erwarte Resultate. Keine Entschuldigungen. Ich habe überall Truppen aufgestellt, um ihn zu schnappen. Aber er weicht ständig aus und vermeidet eine direkte Konfrontation, Euer Exzellenz. Unsere Information aus Spanien sagt, ihr hattet schon so eine Konfrontation, Kapitän. Auge in Auge mit diesen Piraten. Hat Euer Exzellenz der Gouverneur einen anderen Plan vorzuschlagen? Nein, eigentlich wollte ich es noch nicht zur Sprache bringen, aber... Seine Majestät findet, ein Wechsel der Vorgesetzten könnte sich als Stimulanz erweisen.
Kapitän Goiti, ich habe das Vergnügen, eure Beförderung zum General zu verkünden. Ihr übernehmt das Kommando über die Streitkräfte in der Karibik. Eure Exzellenz, ich... Ersucht ihr um die Erlaubnis zur Rückkehr nach Spanien, Kapitän? Oder wollt ihr auf die Beförderung des Generals anstoßen? Auf unseren General. Auf unseren General. Verehrte Einwohner von Windward Bay, durch unsere letzten Unternehmungen sind wir mit weltlichen Gütern inzwischen reichlich gesegnet. Aber nun erweist sich, dass einige von euch mit den Gefahren auf hoher See nicht mehr zufrieden und töricht genug sind, um an Heirat zu denken. Wer diese Neigung verspürt, soll sich die Hand geben. Als ehemaliger Kapitän des Sultans von Marokko, als Kapitän der Santa Margarita und von euch ernannter Anführer, erkläre ich euch für verheiratet. Aber denkt daran, Umtausch ist ausgeschlossen. Es war eine wirklich eindrucksvolle Zeremonie. Und sehr würdevoll war sie auch. Danke. Ich finde, es war schändlich. Auf keinen Fall so schändlich wie die Ehe, die ihr bereit wart einzugehen. Ein kaltblütiges Arrangement, während ihr noch in den Windeln lagt und das nichts mit Gefühl zu tun hat. Ha, ihr denkt, dass ihr in meinem Herzen lesen könnt. Ich hätte euch bei Salcedo lassen sollen. Ihr verdient ihn. Ihr seid nicht besser als er. Er war bereit, mich für Gold herzugeben und ihr seid bereit, mich für Gold zu verkaufen. Müsst ihr euch denn immer wie ein altes Ehepaar streiten? Ich trinke auf den Gewinner. Hab ich nicht gesagt, dass ich gewinne? Ihr trinkt, vergesst eure Sorgen. Gib mir noch was zu trinken. Welcher denn? Der besonders helle. Ach, den meinst du. Das ist der Polarstern. Auch Nordstern genannt. Er sitzt bequem auf der Spitze des Schwanzes des großen Bären. Es sind so wahnsinnig viele, die man kennen muss, Peklek. Ja, ich weiß. Aber alle Sterne gemeinsam bilden einen Schild, um die Reisenden zu schützen. Lern alles über sie, Datu. Dann kannst du jeden Ozean und jedes Land durchkreuzen. Gräfin, Barbarossa bekundet seinen Respekt. Er möchte mit euch trainieren. Haltet euch in einer Stunde bereit. Sagt dem Gebieter, ich werde bereit sein. Wenn er seine Frau zum Abschied küsst, um an Bord zu gehen, nehme ich meinen Urlaub. Nun? Sie wird bereit sein. Euch rede ich später. Bleibt, und zwar alle. Das ist mein Zelt und das sind meine Gäste. Hinaus! Nein! Das sind freie Männer. Durch euch sind sie doch befreit worden. Oder sind sie nur frei, das zu tun, was ihr für richtig befindet? Diese schlechten Manieren passen ganz und gar nicht zu euch. Welche Manieren sind denn angebracht für einen Sklaven? Soll ich denn etwa nicht als Beute aufgeteilt werden? Ebenso wie die 50.000 Goldstücke unter eure siegreichen Helden? Geht.
finde es falsch, Barbarossa, Sie zu maßregeln. Ihr könnt einen freien Geist nicht einsperren. Ihre Handlungsweise kann man nicht durch hohle Phrasen beschönigen. Also schweigt gefälligst! Ich muss sprechen. Ein Mann, der sich nicht traut, die Wahrheit zu sagen, ist immer noch ein Sklave. Ihr tut mir wirklich leid. Leid tun? Warum denn das? Weil ihr eure Liebe nicht eingestehen wollt. Was würde das schon ausmachen? Besonders jetzt, denn sie hasst mich. Ich schätze Frauen, die hassen können. Denn sie lieben auch übermäßig. Ich hätte sie Salcedo überlassen sollen. Vielleicht hättet ihr lieber nicht sein Gold nehmen sollen. Dieses Gold könnte für euch das große Glück bedeuten, wenn ihr es an der richtigen Stelle ausgebt. Was meinst du? Ihr solltet Salcedo das Gold wiedergeben. Soll er damit glücklich werden? Wozu soll das gut sein? Habt ihr es noch nicht oft genug von ihr gehört? Enden denn nicht alle Unterhaltungen jedes Mal bei ihr mit derselben Verbitterung? Sie sagt sich mit ihrem Herzen und ihrem Verstand, dass sie nur Gold für euch bedeutet. Das Gold schadet nur Salcedo. Aber vielleicht schadet es auch euch, falls ihr glücklich mit ihr werden wollt. Also lasst es mich zurückschicken. Es könnte euer Glück bedeuten, Barbarossa. Lasst es mich zurückschicken. Einverstanden, Peckleck. Also dann schickt das Gold morgen zurück. Heute Nacht. Ich erzähle es der Gräfin. Sie ist bestimmt sehr glücklich darüber. Ruhig. Ich habe eure Flucht nach Havanna vorbereitet. Was, ihr? Zwei von mir bestochene Männer begleiten euch. Das Boot ist klein, aber sicher. Ihr müsst sofort aufbrechen. Und aus welchem Grund tut ihr das? Weil ich nicht den geringsten Wunsch verspüre, mein Leben am Galgen zu beenden. Mit eurer Hilfe könnte ich zurück nach Spanien bei vollständigem Straferlass. Ihr wollt, dass ich für euch um Gnade bitte? Ich möchte euer Wort für mein freies Geleit nach Spanien. Oder wollt ihr lieber hierbleiben in Gesellschaft Barbarossas? Ihr habt mein Wort. Ich werde mit euch gehen. Nein. Ich werde euch folgen, sobald ihr sicher auf dem Weg seid. Wartet. Dadurch. Meine Männer werden euch führen. Ist die Gräfin jetzt allein? Ja, sie ist da drin. Schöne zeigen, dass er immer wieder fand in jedem Augenblick. Wir haben das ganze Lager durchkämmt. Sie ist verschwunden und mit ihr das Gold. Ich habe euch gewarnt, sie sorgfältiger zu bewachen. Versammelt unsere Mannschaft. Macht die Schiffe bereit. Wir segeln heute Nacht. Und unser Ziel? Ihr Ziel ist auch unser Ziel, Havanna. Ich werde Havanna und jeden seiner Einwohner auslöschen. Wir können Havanna nicht angreifen. Tu, was ich sage! Diesmal gehe ich mit dir. Ja, dazu. Diesmal gehst du mit mir. Wir setzen unsere Leute heute Nacht außerhalb Havannas an Land. Alle Schiffe sind klar zum Ankern. Signalisiere unseren Männern, an Land zu gehen. Aye, aye, Captain. Wenn wir an Land sind, ziehen sich unsere Schiffe zurück zur North Bay und fahren. Aber wenn wir zum Rückzug gezwungen werden, zur North Bay, ist es ein Tagesmarsch von Havanna. An dieser Stelle vermuten die Spanier unsere Flotte am wenigsten. Angriff vor Sonnenaufgang. Über die Seite, Männer! Zort die Kanonen fest! Ja! Wo
Woher soll ich wissen, dass du die Wahrheit sagst? Ich schwöre es. Morgen bei Tagesanbruch greift er Havanna an. Das würde er nie wagen. Dieser Mann lügt. Wo wir so viele Truppen hier haben, so dumm würde er wohl nie sein. Ich sage euch, er wird Havanna vernichten und alle Einwohner der Stadt. Er glaubt, ihr habt Peklek getötet. Peklek? Oh nein. Ich musste ihn töten, um eure Flucht zu decken. Wie kann euch der Tod eines dieser Piraten so sehr erschüttern, Senorita? Ich denke, ich kenne den Grund. Euer Verhalten gegenüber meinem Sohn ist seit eurer Rückkehr so merkwürdig, dass ich mich frage, warum ihr hier seid. Mutter, Schluss jetzt! Während Barbarossas Truppen an Land sind, kann unsere Flotte seine Schiffe versenken. Barbarossa denkt weiter, er ist euch um einiges voraus. Während die spanische Flotte ihn sucht, liegen seine Schiffe in der North Bay, sicher vor Anker. North Bay? Ja, Euer Exzellenz. Und nun, erhalte ich nun eine Anerkennung für meine Dienste? Aber natürlich. José! Kein Wort über Barbarossas Anwesenheit. Kein Wort über seine Pläne. Kein Wort über seinen Angriff verlässt diesen Raum. Ich werde nichts verraten. Ich tue alles, was ihr sagt. Dann rate ich dir, bete. Nein, Exzellenz. Nein. Ich bringe euch das Gold zurück. Alles bringe ich zurück. Alles. Was ist das für eine Gaunerei? Barbarossa hat mein Gold. Nein. Er wollte, dass Peklek es euch zurückschickt. Ist das wirklich wahr? Ja. Ich schwöre es. Er wollte euch zeigen, dass es ihm nichts bedeutet. Dann wirst du wohl Barbarossa gute Gründe geliefert haben für diese sentimentale Geste. Ich habe es sicher versteckt. Ich führe euch direkt dorthin. Exzellenz. Nein. Ich spiele um höheren Einsatz. Du bist verrückt. Ich kann nur hoffen, dass er dich umbringt. Du lässt sie nicht aus den Augen. Ich besorge eine Kutsche. Auf unserer Plantage werdet ihr sicher sein, wenn Barbarossa angreift. Und du? Ich gehe und bereite General Goiti vor. Vorbereiten? Auf meine Weise. Dein Sohn wird das Kommando über diese Inseln haben, sobald Barbarossa diesen prahlerischen General erledigt hat. Raus mit ihm, General! Er verdirbt uns die Feier! Nicht doch, meine Damen, nicht doch! Meine Herren, meine Herren! Meine Herren! Wir sind soeben tief beschämt worden durch die Gewissenhaftigkeit von Kapitän Salcedo. Er verzichtet auf die Wärme seiner kürzlich zurückgekehrten Verlobten. Und will hinaussegeln, um Barbarossa zu jagen. Ich sagte euch doch, sie brachte Informationen mit, wo er sich zurzeit aufhält. Nehmt euch für 200 Mann so viel Schiffe, wie ihr braucht. Der General sorgt sehr gründlich für einen Fehlschlag meiner Mission, schon im Voraus. Das müsst ihr erklären. 200 Mann sind kein Problem für Barbarossa. Trügt vielleicht der Eindruck oder macht das Treffen mit Barbarossa euch wirklich so nervös, Kapitän? Ich gebe zu, ich würde mich wohler fühlen, hätte ich noch mehr Truppen zu meiner Verfügung. Und ihr, meine Herren? Wenn ihr 200 spanische Soldaten kommandiert, werdet ihr dann nervös? Barbarossas Bande mit halb so vielen spanischen Frauen auseinandertreiben. Und dennoch bleibt der General hier mit 1500 Mann. Während ich einen Gegner suche, der es nicht wagen würde, Havanna anzugreifen. Schickt ihn mit seinen Entschuldigungen zurück nach Spanien. Nein. Ich habe was Besseres vor als das. Ich werde nur 200 Mann hier in Havanna behalten. Der Rest der Garnison, 1500 Mann, stehen euch zur sofortigen Verfügung. Und unsere Flotte. Oder verlangt ihr noch mehr? Das wird völlig genügen für meine Absichten. Und diesmal wird es keine Entschuldigung geben, Kapitän. Sie werden keine Entschuldigung hören, diesmal, General. Lasst uns hoffen, dass er auf Barbarossa trifft. Schneller! Los, schneller, Männer! Wir müssen vor Sonnenaufgang aus Havanna raus sein. Wie ist unser Kurs? North Bay. Alle Männer und alle Waffen sind an Land. Gut, wir stoßen zu ihnen. Führe unsere Schiffe zur North Bay. Ja, sofort.
hinter uns in Havanna. Ich höre nichts. Haltet den Kurs zur North Bay. Auf eure Posten! Signora, Kanonenfeuer, hinter uns in Havanna. Barbarossa. Nur keine Angst um meinen Sohn. Er ist unterwegs, um Barbarossas Flotte zu vernichten. Fahrt weiter. Fahr weiter, Kutscher. Haltet sie auf, holt sie zurück! Unsere Truppen, wo sind sie alle? Es sind nicht mehr hier. Die ganze Garnison segelt mit Kapitän Salcedo. Ist ja schon gut, Tatu. Das war nur eine kleine Vergeltung für die Frauen und Babys. Barbarossa, wo ist er? Eine interessante Frage. Barbarossa ist begierig darauf, euch zu finden. Barbarossa! Barbarossa, nicht weiter! Hört auf! Salcedo hat den falschen Boden geschickt. Aber nein, er hat mich nicht geschickt. Salcedo ist nicht in Havanna. Das finde ich in wenigen Minuten heraus. Die Stadt gehört mir. Aber die Stadt, die ihr einnehmt, ist leer. Salcedo und die ganze Garnison sind unterwegs, eure Schiffe zu versenken. Er wird meine Schiffe nicht finden. Wird er sie in der North Bay finden? Woher wisst ihr das? Von Renzo. Renzo, er war in Havanna? Er hat Salcedo euren Angriffsplan verkauft. Das kann sein, Barbarossa. Seit Tagesanbruch hat ihn keiner gesehen. Das ist wahr. Er prahlte, er hätte Peckley getötet und das Gold gestohlen, das ihr zurückschicken wolltet. Renzo wird seinen Verrat bitter bereuen. Das ist nicht mehr möglich, er ist tot. Aber ihr, beeilt euch, die Schiffe zu retten, sonst ist euch der Rückzug abgeschnitten. Er ist weit in der Überzahl. Er wird euch vernichten. Ist es nicht das, was ihr wolltet? Nein. Nein, Barbarossa. Wir werden ja sehen. Ihr müsst die North Bay erreichen, bevor Salcedo dort ist. Gib den Befehl zum Rückzug. Zurück! 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 Aber wenn ihr mich wieder belügt... Mehr Segel. Wir nutzen schon jeden Fetzen aus. Barbarossa, ihr lauft zu schnell. Aber die Sonne ist noch schneller. Wie weit ist es noch, Barbarossa? Die North Bay und die Wahrheit liegen direkt hinter diesem Hügel. Ist das wieder ein neuer Trick, um Salcedo zu schützen? Oh nein, Barbarossa, ich bitte euch, glaubt mir. Wenn ihr lügt, mache ich aus Havanna eine Epitaph auf die Dummheit aller Männer, die je den Worten einer Frau geglaubt haben. Sieh nur, Barbarossa, sieh nur, die Spanier! Die Flotte ist noch da, mit einem Rest von Mannschaft. Es wird nicht schwierig sein, sie zurückzuerobern. Männer und Kanonen, dort auf der Hügelkette. Barbarossa und Alida! Sie hat ihn gewarnt und zum Rückzug aus Havanna geraten.
Ihr wusstet, dass er Havanna angreift und habt uns nicht gewarnt? Meine Pläne und Gründe gehen nur mich was an, Kapitän. Zügelt eure Zunge oder ich lasse euch in Ketten legen. Wir dürfen nicht riskieren, dass Barbarossa an Bord seiner Schiffe gelangt. Richtet die Kanonen auf den Weg entlang der Küste und gebt das Zeichen, alle Schiffe zu versenken, die in der Bucht sind. Signal an die Flotte. Eröffnet das Feuer. Aye, aye, Captain. Feuer! Schiff. Zu spät. Ich habe versagt. Meine Warnung kam zu spät. Für unsere Flotte war es zu spät, aber nicht für mein Vertrauen in euch. Ihr habt mich nicht belogen. Könnt ihr meine Zweifel an euch verzeihen? Barbarossa, was können wir tun? Soll ich den Rückzug befehlen? Nein. Die einzige Chance zu entkommen ist hier über die See. Ja, aber wenn wir umkehren, nach Havanna, dort im Hafen waren Handelsschiffe. Die Garnison von Havanna hat inzwischen bestimmt Verstärkung erhalten. Und wir hätten Salcidos 1500 Mann im Rücken. Welche Hoffnung gibt es da noch? Nur seinen blinden Hass, das Verlangen, Rache an mir zu nehmen. Hoffentlich treibt ihn das in unsere Hände. Gehen wir zum Strand. Meine Herren, ich habe Barbarossas Flotte zerstört. Und nun vernichte ich Barbarossa. Schafft jeden kampffähigen Mann und meine ganze Artillerie an Land. Jawohl. Wir werden diese Mörderbande restlos erledigen. Die Männer vorwärts, schnell! Haltet die Augen offen, jeder von euch! Das sind ja Hunderte von ihnen. Je mehr von ihnen von Bord gehen, desto besser unsere Chancen. Männer, verteilt euch! Die letzte Ladung ist von Bord. Postiert diese Männer als Wachen am Strand. Ja, unsere Truppen sind in Stellung, wie befohlen. Schickt Patrouillen aus, meldet sofort jede Feindberührung. Jawohl. Mehr Männer darüber. Tarnt die Kanonen. Wir werden sie bald aus ihrer Deckung aufscheuchen. Sie werden nicht entkommen. Bringt mehr Pulver. Die Kanonen hierher. Sie riegeln nach allen Seiten ab. Es bleibt lediglich eine Deckwache auf den Schiffen. Wenn wir doch nur zu diesen Booten könnten. Am Strand sind nur etwa 20 Mann postiert. Ich weiß. Aber ein Schuss, ein Aufschrei und wir haben 1000 da. Aufgespürt. Wo? Im Dickicht, ein paar hundert Meter von hier an den Hügeln. Gut. Meldet es weiter. Aufstellung und Abmarsch in einer Linie. Ja. Zurück, Männer. Zurück. Zurück, Männer. Wir sind entdeckt worden von einer der Patrouillen. Ich habe keine Schüsse gehört. Sie haben sich zurückgezogen. Ihr Anführer erstattet Meldung. Das bedeutet das Ende, nicht wahr? Sie kommen! Richtung gehen wir einzeln. Einer nach dem anderen und bewegt euch leise. Ein Geschick wie vom Himmel gefallen. Ramon, Pablo, ab, Männer!
Ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Wer hat hier das Kommando? Das habe ich. Wir sind die Ablösung. Meldet euch auf dem Hügel bei Kapitän Salcedo. Sofort. Aufstellen zum Abmarsch Richtung Hügel. Etwas plötzlich. Vorwärts. Folgt mir. Ich will Barbarossa, bevor wir angreifen, völlig einkreisen. Jawohl. Vorwärts, Männer, vorwärts! Dort, direkt vor uns. Strandwache meldet sich zur Stelle. Wer hat das angeordnet? Soll das bedeuten, dass die Boote unter Bewachung sind? Aber der Kapitän der Garnison hat uns doch herbeordert. Welcher Kapitän? Das ist ein Trick! Los zum Strand! Gebt Alarm! Los auf! Vorwärts! Pass gut aufs Lauf. Flotte! Ihr habt es gesehen, Kapitän Salcedo. Den Preis der Niederlage, Kapitän? Nein, Senor, den Preis für Verrat und Treulosigkeit. Ihr wart bereit, Havanna aus persönlichen Rachegelüsten zu opfern. Ich verhafte euch im Namen des Königs. Los, abführen! Den Ausdruck auf Salcedos Gesicht würde ich gern sehen, wenn er erklären muss, wie ihm die gesamte spanische Flotte abhandengekommen ist. Was könnte er sagen? Euer Exzellenz? Ich glaube, ich habe die Flotte verloren. Ich hatte sie dort am Rande des Ozeans zurückgelassen. Und als ich mich umsah, war sie weg. Welchen Kurs soll ich setzen, Barbarossa? Tortuga schlage ich vor. Nein, Barbarossa. Dort werden wir niemals frei sein. Ich habe von einem Land in Nord-Nordwest gehört. Es nimmt alle Menschen auf, die frei sein wollen. Es heißt Amerika. Setz den Kurs, Kapitän. Ei, ei. Neuer Kurs Nord-Nordwest.